in meinem Regenwassermessbecher befindet sich ein Wespennest. Ich zeige euch heute sozusagen die kleinste Monarchie der Welt. Denn wenn wir Glück haben, kommt die Königin, die Alleinherrscherin dieses Nests, dieses Staates, noch hochgekrabbelt. Aber sie ist wahrscheinlich so beschäftigt, um mit ihrem Speichel dieses Nest zu bauen, dass sie sich nicht rührt. Ah ja, da sieht man sie, ne? Ich kann es natürlich mit bloßem Auge besser sehen. Naja, wie groß ist das Nest? Naja, wie eine Walnuss. So, dann wollen wir dich mal nicht stören. Und sagen gute Nacht.